Verbinden wir abschließend JSON und XML-HTTP-Request und AJAX. Das heißt, lassen wir den Server entsprechend Daten erzeugen, die wir dann kleinseitig verarbeiten und aufrufen. Ich erzeuge dazu eine neue Datei, und zwar eine JSON-Datei. Ich nenne die einfach mal daten.json. Und da steht dann der JSON-String drin. Der wird nämlich dann per XML-HTTP-Request aufgerufen. Ich mache einfach relativ simples Objektliteral, und zwar Link-Informationen. Also Text ist, sagen wir mal, Galileo Press. Und die zugehörige URL ist http://www.galileopress.de. Ja, das genügt zunächst schon fürs Erste. Das ist also eine sehr, sehr einfache Struktur, und die wollen wir eben laden und dann verarbeiten. Laden funktioniert natürlich genauso wie immer. Ich zeuge eine neue HTML-Datei, nenne das mal JSON AJAX und habe dort ein Script-Element. Im Script-Element erzeuge ich zunächst die XML-HTTP-Request-Instanz, die ich brauche. Dann bereite ich einen Verbindungsaufbau vor per GET an den Endpunkt daten.json. Und das Ganze soll asynchron stattfinden, und irgendwann sende ich die Anfrage ab. Und dann warte ich eigentlich nur noch darauf, dass tatsächlich Daten zurückkommen. Also wie üblich, wir überwachen den Zustandswechsel, haben hier eine anonyme Funktion, also sagen einfach beim Zustandswechsel hier die anonyme Funktion hinein. Und dann, wenn der Zustand den Wert 4 hat, heißt es, die Daten sind endgültig da, und dann können wir auf den Response-Text zugreifen, also auf die Daten vom Server. Das ist jetzt eben der JSON-String, und wir haben ja bereits gesehen, wie man den dann tatsächlich umwandeln kann, wieder in ein JavaScript-Objekt, und zwar mit JSON.parse. Also var Daten ist gleich JSON.parse. Naja, und dann wird hier entsprechend der Text genommen. Daten hat jetzt also, spicken wir kurz hier in die Definition, eine Eigenschaft Text, eine Eigenschaft URL, wunderbar, damit können wir arbeiten. Wir können also zum Beispiel einen Link erzeugen, und das machen wir per DOM. Var a ist gleich Document Create Element von a, damit erzeugen wir erst das a-Element. Das braucht natürlich einen href-Attribut wie jeder Link, also href, und was ist der Wert? Das ist Daten.json. Und schauen wir noch einmal nach, sicherheitshalber, URL. Ja, wir bekommen ja Daten als Objekt mit Eigenschaft URL, und das ist dann das href-Attribut. Jetzt brauchen wir noch einen Link-Text. Wir könnten jetzt also einen Textknoten erzeugen, aber ich kürze ein wenig ab und setze einfach das verpönte inner-HTML, und zwar auf daten.text. Jetzt haben wir also den Link, den müssen wir nur noch in die Seite einbauen. Also greifen wir mal aufs Body-Element zu. Document get elements by tag name liefert uns also alle Body Elemente. Wir haben nur eines, also nehmen wir das erste, und dann Body append child. Wir hängen also ein Kind an den Body, und zwar unseren neuen Link. Also beim Laden der Seite passiert das hier. Das einzige, was jetzt tatsächlich noch schief gehen kann, ist wie üblich unser Timing. Kann also sein, dass diese HTTP-Anfrage so schnell ist, dass das Dokument noch nicht komplett gerendert ist, dass das DOM noch nicht bereit ist. Wir könnten jetzt also den Skriptblock ganz ans Ende hier schieben, dann würde es gehen. Oder eben, wir nehmen die vielleicht etwas saubere Variante und warten, bis die Seite tatsächlich komplett geladen ist. Und auch hier wieder mit anonymer Funktion. Und letztendlich schließen wir hier noch die geschweifte Klammer. Und damit ist dieses Beispiel auch schon fertig. Verifizieren wir das gleich im Webbrowser. Also JSON, und daraus machen wir JSON-AJAX. Bevor ich aber auf Enter drücke, gehen wir gleich mal in das Netzwerk-Tab, schauen, was passiert. Lädt die Seite, erst HTML, dann JSON, und tatsächlich, hier haben wir einen Link zurückerhalten oder einen Link jetzt in der Anzeige, und dieser Link geht tatsächlich auf www.galileopress.de. Und da wir JSON vom Server bekommen haben, ist es in vielen Fällen so, dass diese F12-Tools hier, also der Firebug, uns das JSON auch direkt hübsch anzeigen. In unserem Fall sehen wir jetzt, dass wir
bei Antwort diesen String haben, aber das wird eben als JSON erkannt, weil durch die Dateiendung .json hat zumindest unser Webserver auch die entsprechenden HTTP-Header mitgeschickt, dass das JSON-Daten sind. Und so erhalten wir hier auch entsprechend Namen und Werte. Das ist also der Einsatz von JSON direkt mit XML-HTTP-Request im Verbund. Und es ist wirklich ziemlich einfach, eben Anfrage an den Server stellen und der Server liefert entsprechend JSON. Bei uns jetzt statisch, also wir haben das von Hand geschrieben. Je nachdem, was für eine Servertechnologie Sie einsetzen, können Sie das auch gegebenenfalls dynamisch erzeugen lassen. Beispielsweise hat PHP entsprechende Codier- und Dekodierfunktionen für JSON direkt eingebaut in PHP. Das heißt, Sie geben da ein PHP-Objekt oder ein PHP-Array rein und bekommen dann einen JavaScript-JSON-String. Wenn Sie einen JSON-String von JavaScript aus an den Server schicken, können Sie mit PHP diesen JSON-String wieder in ein PHP-Objekt, in ein PHP-Array umwandeln. Das ist also sehr, sehr praktisch. Naja, und wenn serverseitig das Ganze dann erzeugt worden ist, kommt das hier im Client an und damit haben wir die Daten da. Mit JSON.parse wandeln wir die in etwas um, mit dem JavaScript umgehen kann, verarbeiten dann das beispielsweise per DOM und so mit vergleichsweise wenig Aufwand haben wir wirklich komplexe Daten mit JavaScript ausgewertet. Wenn Sie jetzt mehr als einen Datensatz haben, dann nehmen Sie halt ein Array. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass wir serverseitig einfach ein Array erzeugen. Dieses Array enthält dann mehrere Links, so nach diesem Schema. Ja, und was wir dann clientseitig machen, ich entferne das nur, damit Sie die korrekten Dateien dann haben zum Nachvollziehen. Wenn das also jetzt ein Array wäre, dann wäre Daten jetzt nicht ein Objekt, sondern ein Array, das Objekte enthält. Wir müssten also per Vorschleife zum Beispiel iterieren über dieses Array und dann eben für jeden Eintrag dann in unserem Fall ein DOM-Element erzeugen und das auf die Seite einfügen. Und das ist Ajax mit JSON.